Simone, wolltest du noch irgendwas sagen, oder? Nö, nö, das kann ich jetzt schon. Also, ihr könnt weiterreden. Naja, sagen wir mal so. Fledermäuse! Okay. Okay, du kannst. Wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Sex und Liebe sind, da gehe ich jetzt einfach mal Nein, wieder ja, rein. okay. Da gehe ich jetzt einfach mal wieder rein. Ja. Also, wenn du jemanden liebst, dann wirst du ja irgendwann im Optimalfall zwangsweise, zwangsweise nicht, aber im Optimalfall ist das so, dass du dann auch irgendwann mal mit dem Sex haben willst. Das ist ja wohl klar. Wenn's nicht so ist, dann ist es irgendwie wie bei den Rentnerpaaren, die sich so, du Herbert, liebst du mich noch? Und dann geht's so hin und her und dann liegen die im Bett und dann ist Flaute und dann, ja. Ja, und dann die Oma so sagt mir, wenn du fertig bist und dann keine Ahnung. Oder das eine Bild in Facebook. Fritz, ich weiß ganz genau, dass das sein Stock ist, also halt nicht in dem Sinne, sondern keine Ahnung, dass sein Penis schon so alt und schrumpelig ist und ja. Alter, von schrumpelig, was siehst du da aus schrumpelig, bitteschön? Ich Ich würde da meine, die nur sagen, alten dass der keinen Leute, mehr also. hochkriegt, aber dass der gleich schrumpelig sein muss, davon, Nein, naja. das muss auch nicht Boah, sein. Simone, ey, nee, ich hab schon wieder so kranke Bilder im Kopf, ey. Das Ich ist das auch. Problem, weil Jungs stellen sich da alles immer in Bildern Ja, du, vor. jetzt, wir kommen immer wieder vom Thema ab. Jetzt sag mal, also, was wolltest du Ja, dazu ich bin, sagen? ja, ach, boah, ey, ich kenne doch meine Gedanken schon nicht mehr, scheiße. Es ging um, im Ernst, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Scheiße. Boah, ich bin so Ja, halt brainfucked. wenn du jetzt Dick und dünn eine ging's, gute, oder? nein, ja, das auch, aber eigentlich Liebe und Sex und wie man das Ne, da habe eigentlich ich so. jetzt wieder hingeführt. Also dick Aber und dünn und dann war ich jetzt bei Liebe und Sex. Also wenn ja, du jetzt. du hast Ja, gesagt, ja, wenn ja, man ja, ja, eine. ja, ja. Also, wenn du dich jetzt. Man kann sich ja auch in ein dickeres Mädchen verlieben, ne? Das ist ja nicht verboten oder Ja, ich mein, straftäglich oder ja, irgendwie sicher, ich sowas. meine ja Ich, bloß ja, irgendwie. ich nehme wieder die Welt auseinander. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe mich auch schon mal in ein dickeres Mädchen verknallt. Das ist nichts Schlimmes oder so. Und ja. Und ich meine da irgendwann, also wenn du dich jetzt in jemanden verliebst, ne, das hat jetzt nichts mit Sex zu tun. Doch. Dann ist ja im übertragenen Sinne, mein Gott. Alter, jetzt kommt die Minecraft-Musik, Alter, als ob ich so, so Kinder, und jetzt lass uns eine Geschichte erzählen. Das ist voll geil. Ja, dann hau mal die Vielleicht Geschichte mach die raus, Musik aber ein irgendwo. bisschen leiser machen hier, so, so. Ding, ding, dong. So. Sag mal, wenn du jetzt jemanden liebst, ne, dann ist es, sagen wir mal, nicht egal, welche Figur der hat, aber dann, sagen wir mal, dann akzeptierst du den im Idealfall, wie der ist, ne? Ja, Wenn du du jetzt. liebst ihn halt so, wie die Person halt ist. Naja. Ich meine, es fällt sich vielleicht etwas leichter, sich in jemanden zu verlieben, wenn der jetzt irgendwie seinem Ideal entspricht, sozusagen. Also, keine Ahnung, hier so blond, vollbusig, 90, 60, 90, wenn du darauf stehst, dann, weiß nicht, kannst du mit so einer Flachtitte irgendwie nichts anfangen, anfangs. Und dann Wobei gibst du man auch dir. dazu sagen muss, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, jeder sieht Ja, ich meine ja nur, Person anders. wenn du jetzt darauf stehst, meine ich. Ich meine, kann auch sein, wenn du jetzt irgendwie auf, weiß nicht. Wenn ich, weiß, keine Ahnung, ich bräuchte jetzt ein Beispiel. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt auf Simone stehe, ne, auf den Simone-Typ, also blond, mal nicht gerade übermenschlich groß, also gut, nicht größer als ich, das wäre nämlich ein bisschen gruselig, Danke. weil ich bin, über 1,80, das wäre ein bisschen gruselig. Boah, da kenne ich einen, ne? So ein Nee, Typ, warte, wie groß bist Freund du? von meiner Mutter, ey, der ist 1,60 und seine Frau ist 2,10, ey, das ist so, boah. Alter, das ist so geil. Mäxchen, wie groß Okay. bist du? Keine Ahnung, ey, ich hab. Boah! Alter, diese Creeper, ey, die gehen mir so auf die Eier. Ich hab hier kein Maßband oder so. Das ist das So Problem, ich grob hab nicht. geschätzt. Ich hab, ja, das ist ja, also ich bin, mein Bruder, als er sich gemessen hat, der war etwas über 1,80 und ich bin größer als mein Bruder, etwas. Also würde ich sagen, so 1,85. Schätze ich jetzt mal. Ich bin ganz, ganz schlecht im Schätzen, wohlgemerkt. Ja, Mathe scheint nicht wirklich dein Thema zu sein. Mathe ist voll mein Thema, ich bin voll gut in Mathe, aber ich kann nicht schätzen, das Problem Wir ist, ich schweifen schätze schon nicht wieder in vom Mathe. Thema ab. Ja. Ja, ich sag's ja nur. Ja. Die Diskussion auch irgendwann auf den Sack. Okay, also. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Das ist Du doch warst bei, scheiße. Du warst bei dem Simone-Typ. Ach, ich war bei dem Simone-Typ. Ja, also sagen wir mal, wenn ich jetzt der Simone-Typ bin, ne?
Also ich stehe jetzt auf dem Mond. Wie soll ich das jetzt bitte denken, Herr? Also ich bin oder was? Oh Gott, ey, gruselig. ich bin jetzt der Simone-Typ, ich stehe auf blonde Mädchen, sagen wir, das ist mein Idealbild. Nicht so mega groß, nicht unbedingt die mega Mörder-Titten. Sagen wir, das ist jetzt mein Idealbild. Dann, ich bin mittelmäßig. Du bist mittelmäßig. Nein, ich meine jetzt von den Brüsten. Das ist sehr interessant, Simone, bitte erzähl mir mehr. Nein, ich meine jetzt, du wolltest ja hier mal ein Beispiel haben. Ja, deswegen messe ich doch nicht ihr Körbchen aus, Alter. Nein, okay, also gut. Dann mach's mal. Ja, Simone, wann wollen wir uns mal treffen? Hä, was laberst du? Flubbi, ey, halt die Fresse, okay. Okay, worauf ich hinaus will, wenn ich jetzt der Simone-Typ bin, dann, sagen wir mal, wenn man jetzt auf jemanden steht, ist man ja wie der Jäger auf der Jagd. Ne? Und dann pirscht man sich dann eher an sie ran, als wenn ich als zum Beispiel jetzt vielleicht an Vero. Die ist ja dunkelhaarig und mehr weiß ich nicht. Ich habe die ja nur in der Webcam gesehen. Ja, manche stehen halt jetzt auf blonde, schwarze oder braunhaarige. Ist ja egal. Ich stehe auf schwarze. Oh Gott, Alter, ich habe so, voll das gruselige Bild gerade im Kopf. Nein, ey. Wieso muss ich mir mal alles bildlich vorstellen, was ich denke? Gott. Ich kann gerade nicht reden, sorry, sag mal irgendwas. Ich muss mir kurz hier... Ja, danke, das hilft mir sehr gerade bei meinen Gedanken. Boah. Ich brauche einen Schluck Eistee. Das Zeug schmeckt so scheiße, aber das macht voll süchtig. Also ich weiß nicht, was wir mit der Aufnahme hier anfangen sollen. Ey, wir labern ganz ja irgendeinen Bullshit. Kommt zunächst, ich vergesse dauernd mein Thema und meinen Namen und... Hey, ich brauche gerade ein Dach. Ich merke gar nicht, dass ich gerade ein Dach baue, Alter. Das passiert irgendwie gerade so. Mein Gott, ey. Aber ich bin froh, dass der Pole nicht da ist. Der hat wieder irgendwelche komischen Familiengeschichten gebracht, ey. Boah. Was war das noch für eine Geschichte irgendwie, was die sich da anschauen mussten an seinem Geburtstag? Ich will es gar nicht mehr wissen. Das war so eine Tradition, dass sie ein Porno kaufen und dann, keine Ahnung. Dann mussten die dann halt irgendwie anschauen, aber das war so ein Porno mit so fetten Frauen oder so, glaube ich. Apropos fette Frauen, da hatte ich ja dann auch die Geschichte, als meine Mutter in meinem Zimmer eine Sexpuppe bestellt hat für ihren Arbeitgeber. Boah, Alter, war so eine Asiatin, die hatte voll den geilen Namen, die Puppe an sich. Das war voll Alter, das war ein Mörderteil, also mega fett war er, oh Gott, ey. Und das sah aus, ey. Boah. Ich weiß nicht mehr, wie ich anfangen soll, Leute. Das macht mir jemand anders. Ich laber schon die ganze Zeit, das macht mir jemand anders hier. Ich bin ja nicht der einzige Let's Player hier, gell? Johannes. Was laberst du? Boah, das war so klar, dass das jetzt kommt. Ja, nee, ich bin die ganze Zeit am Labern hier, komm die ganze Zeit vom Thema ab und hab irgendwelche grausamen Bilder im Kopf. Ja, weil du kein Multitasking kannst, ja? Nee, weil ich immer, wenn ich rede, muss ich dann gleichzeitig drüber nachdenken, was ich rede, weißt du? Und wenn ich vom Thema abkomme, dann denke ich dann an das neue Thema und dann habe ich das alte wieder vergessen. Oh cool, wir haben hier noch eine Diaschaufel. Sehr schön. Will jetzt noch irgendjemand was sagen, oder? Nö. Also ich denke, es gibt nicht wirklich noch was zum Thema. Ja, ich sagen wir mal, wir hatten ein Loch in unserem Haus. Das, Alter, Flubi, du passt ja auch gar nicht auf das Waschen von Anfang an, ich weiß nicht woher. Also, wir hatten weder irgendwie ein Argument, noch irgendeine Behauptung oder so, die wir irgendwie widerlegen sollten oder so, also können wir eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Lol. Was war das? Alter, der soll sich ins Knie ficken, war. Könnt ihr mal schauen, ob der in Skype on ist? Ja, bin ich. Alter, was bist du für ein Lappen, ey? Ich hasse dich. Weil ich schreib dich die ganze Zeit an, war. Ich bin jetzt gerade eben nach Hause gekommen. Warum bist du die ganze Zeit on? Also ich habe gesehen, dass du in Steam abwesend warst. Ja. Wo treibst du dich rum, Junge? Junge, Alter, wir nehmen schon über Stunde auf. Warte, ich muss nochmal raus, ich muss nochmal schnell Texture Pack. Bordalan, Alter, jetzt bleibst du hier. Alter, ich mach die Stommer, okay, bleib. Texture Pack aktualisieren. Texture Pack. Ja, müsste ich meins auch, aber wie gesagt, ich bleib jetzt auf Default, weil das Working Room des Spiels ist noch nicht draußen. Es kommt erst kommt erst 1.4.5 raus erst. Also kommt noch. Das heißt, die 1.5.6 lässt noch auf sich warten. Zum Glück wird Sfax immer schon im Voraus geupdatet. Das heißt, 1.4.7 zum Glück gefällt mir Sfax nicht so unbedingt. So,
Ich habe ein Dach gemacht. So. Voll Harry Potter-like. Jetzt kommt wieder meine makabre Ausrede von wegen, meine Tante hat Geburtstag, ne? Ich habe das gelesen außerdem. Ja, seine Tante, Alter, wie viele Tanten hast du? Du hast ja an jedem Tag Geburtstag. Tanten? Das war das erste Mal, also heute war es meine Schwester. Boah, ich will nichts über dein erstes Mal wissen. Tja, warum nicht? Ist sehr interessant. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei dem... Nein, ey, Alter, wir reden die ganze Zeit um... Ey, ja. das erste Mal war doch mit dir, oder nicht? Alter. Wir kommen, Alter, Leute, fällt euch auf, wir kommen immer auf das Thema Sex oder irgendwas mit Sex oder keine Ahnung. Ach nee, Alter. Halt ein beliebtes Thema. Wie alt sind wir? Ich bin 15, du bist 14? Wer? Simone. Achso. Ja. Ja, also wusste ich doch. Flubi ist 15, oder? Flubi hat kein Alter. Flubi hat kein Alter, Flubi ist ein Kackhaufen. Aber auch ein Kackhaufen hat ein Alter. Und siehst John du? Ist 19, oder? Oder 18? Alter, also ich weiß es gar nicht mehr. 18. 18? Ja. Ja, okay, dann war das der andere, der erst einen 19. hatte. Er ist ein Kackhaufen. Alter, ich kenne viel zu viele, ey. Das ist voll schlimm. Flubi, wie groß bist du? Groß genug, würde ich sagen. Das ist schön. Boah. Also wir fangen jetzt nicht nochmal an und sagen alles, was wir bisher an Themen hatten, dass der da auch noch seinen Senf zugeben kann, oder? Das wäre nämlich irgendwie ein bisschen... Also ich sag so, Sex ist schön, also gut. Und ich denke mal, mehr waren eure Themen sowieso nicht, also... Ja doch, Liebe war dabei. Und nein, fette, nein, und nein, fette nein, Frauen nein. Und Megatitten. Das gehört ja auch im Prinzip zum Thema. Wir hatten noch das Thema, Spiele übers Internet beziehungsweise in Läden kaufen. Vor- und Nachteile, glaube ich. In Läden. Ist mir scheißegal, was der Rest ist. Ich sag in Läden und Punkt. In Läden. Ja, mal geil. Okay, da haben wir, ja. In Läden. In Läden. Mit Ä. Okay, ansonsten, ja, was hatten wir ansonsten? Das ist mir scheißegal. Sex und Liebe Unterschied, dann irgendwas mit Hängezitten ja, dann, und fetten Frauen und... Pole? Ja, Pole, ja. Pole, schau dir die Folge an. Was für ein Ding? Hast du ein Thema? Ob ich ein Thema habe? Nö. Ja, wir brauchen ein Thema. Sorry, bin ich nicht dafür. Ach. Bist du eigentlich jetzt drin? Nee, du bist wieder rausgegangen, okay. Ja, ja, ich komme jetzt gerade wieder rein. Ach, scheiße, okay. Immer noch. Ich muss nochmal rausgehen und nochmal auf die Fult stellen. Mein Gott, Junge. Ja, Junge. Boah. Muss es ein perverses Thema sein? Beziehungsweise ein... Wie sagt man das eigentlich in Formelsprache? In was? In Formelsprache, wenn wir jetzt über dieses sexuell anstrebende Thema reden. Koitus. Koitus, was? Wir werden Koitus. Jetzt über den Koitus reden. Lol. Oh Gott. Vagina. So, erstmal muss ich gucken, bin voll verwirrt. Ob irgendjemand hier was gefunden hat bei mir. Na, Moment, mal gucken. Wie soll ich was bei dir finden? BDF. Ja, denke ich mir auch. Alter, es ist so still, war ich würde am liebsten meine Minecraft-Playlist wieder anmachen. Aber dann singe ich die ganze Zeit mit und ihr hört es nicht, das wäre voll peinlich. Meh. Okay, ich muss deine Let's Plays unbedingt wieder anschauen. Da hast du ja die Playlist, oder? Gefunden. Ach, schön. Boah, ich muss, Alter, ich muss auch wieder Minecraft aufnehmen. Oh Gott, ey, ich muss wieder so viel aufnehmen. Ach, aber in Ferien komme ich halt zu nichts. In Ferien hast du voll viel Zeit und trotzdem bist du immer unter Zeitdruck irgendwie. Ja, genau, in den Ferien hast du voll viel Zeit. Darf ich mal so anmerken. Haben wir gesehen, ne, wie viel Zeit wir hatten. Ja, wir haben immer auch voll viel Zeit. Mhm. Dark, warum läufst du meinen Weg entlang? Weil ich kann. Penisbacke. Hey, Amma. WTF verzaubert. Ah, aua, ich wollte mich anschleichen. Ja, geh raus. Ey, willst du auch mal an meinen Verzauberungstisch? Also, das war auch mein... Im Gott, Ernst, Mann. Du solltest da nicht hingehen, du stirbst. Ich bin glaube, das ist fünfmal. Ich guck's mir mal an. Ich mach einen auf Indiana Jones. Ja, jetzt hat er ja einen Eingang, einen Ausgang draußen. Aber ich würde nicht hingehen, wenn du irgendwie ein halbes Herz fehlt oder du nicht Leben regenerierst oder so ein Scheiß. Kann das sein, dass die Zimmer da oben größer sind als da unten? Ja. Ja. Boah, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Nein, das sind diejenigen, die gebaut haben. Die kriegen ja, halt danke, Schatz. Ja, du, ich war letzte Folge nicht dabei. Also, ich hab das eigentlich so... Ich wollte es nicht, aber ich hab's halt jetzt einfach. Da, ins Wasser rein. Penisbacke. Wo? Da. Ja, Simone, du kannst doch zu Flug ins Baumhaus ziehen. Was will ich? Nein, ganz nett, ich bleib bei euch drin. Ja. Du kannst auch gerne zu mir ziehen, sonst nicht. Alter, wir machen... Ja. Was kann ich gerne...
Kannst du gerne zu mir ins Zimmer. Also wir machen bestimmt voll die Jersey Shore WG. Ach so, auf. Du hast ja Doppelbett, gell? Ja. Ja, John, dann komme ich halt mal so ein paar, für ein paar Nächte komme ich mal rüber. Geil! So. Geil! Also ist das auf jeden Fall schon mal kein One-Night-Stand. Doch. Das wird ohne Frühstück wieder nach welchem mal Taxi anrufen, dann mittendrin. Taxi anrufen und das Zimmer da runterbringen, oder was? Ja, genau. Alter. Erstmal kriegst ja, so jetzt, okay, ich habe jetzt ein Dach oben drauf gesammelt, aber... Da oben ist halt jetzt ein fetter Hohlraum. Sollen wir da einen Dachboden reinmachen? Können wir auch nicht, wir kommen ja nicht hoch, oder? Hey, wo ist da oben ein Hohlraum? Ja, oben in unserer tollen WG. Warum kommen wir da nicht hoch? Zeig mal, wo denn? Ach, du meinst da, wo das Dach ist? Weil wir da keine Treppe hochbauen können, da müssen wir Leiter machen. Ja, das, da können wir doch Dachboden machen, einfach nur so. Was, nehmt ihr jetzt schon auf? Ja klar, wir nehmen für über eine Stunde auf. Das ist schön, freut mich, hallo. Mein Gott, Alter, was denkst du, wir reden hier über Themen und Zeug? Was? Hier. Ja, dann, ich will hoch. Ja, wir haben aber noch keinen Aufstieg. Aha, warte. Cool. Ich schau grad, wie wir den machen können. Ja, mach nicht bei dir, oder? Ja, weiß ich ja, das ist nicht. Ja das Problem. Ja. Wo sollen wir den machen? Ja, keine Ahnung, geht halt hier. Was ich gerade noch gehört habe, ihr hattet doch gerade über geredet von wegen irgendwas mit Porno mit dicken Frauen, ne? Oh Gott, nein, bitte nicht, ey. Genau deswegen war ich vorhin froh, dass der Pole nicht da ist. Wie lang bist du schon da? Genau da bin ich eingestiegen, sag mal so. Ja, toll, ey, das war ja passend. Und du hast nichts gesagt. Oh, nein, ich hab mich extra stumm gestellt. Boah, ich hasse dich, du miese kleine Mistglocke. Ich wusste, das konnte kein Zufall sein, dass du genau dann reinkommst. Boah. Ja, okay, ich habe mich wahrscheinlich auch stumm gestellt und erstmal gelauscht. Und über, so. Über dieses Thema kann ich zwar jetzt nicht freiwillig eine Menge erzählen, aber ich könnte eine Menge darüber erzählen. Weil ich der arme Tropfen war, der zum Geburtstag wirklich sowas gekriegt hat. Als so eine Art Wanderpokal wurde es genannt. Okay, ja, ich brauche mal... Gott, ey, ich brauche mal kurz eine Pause. Ich kann doch nicht dafür, wenn ich sowas einfach krieg. Ein Wanderpokal. Oh Gott. Simone! Also ich hätte die Hülle auf jeden Fall nicht mehr angefasst. Das ist aber eins, was sicher ist. Ein Wanderpokal. Ja, man muss... Wie soll ich das verstehen? Mathe, Musik ganz schön laut. Ich muss jetzt, Alter, ich brauche jetzt irgendwas gegen die Nerven, erstmal ein Stück Schokolade essen. Wanderpokal in dem Sinne, dass der Pokal halt schon durch diesen kompletten Freundeskreis rumging, haben sie alle zu ihrem 18. gekriegt. Das ist aber kein Filmchen, wo man sagt, den gucke ich mir jetzt öfters an. Das ist ein Filmchen, wo man sagt, den gucke ich mir einmal an und nie wieder. Es wird nicht besser. Einmal angucken ist Pflicht. So, Problem. Gott, Alter. Beziehungsweise, was heißt Problem? Mein Glück, ich hab's direkt an dem Abend gemacht, wo ich total straffen Streif war. Ja. Ich hab mein Soll erfüllt, sag mal so. Was, du warst steif? Mir fällt da nur Two Girls, One Cup ein. Wo ich total rotzen war, sag mal so. Ja, Flubi, du sprichst mir aus der Seele. Oh Gott, Max, also nee. Ja, das war bei uns so ein Pflichtprogramm sozusagen. Das musste ich mir erst vor einer Woche oder so wieder angucken. Ich hab's. Du musstest? Ja. Alter, das kann man als Mutprobe ansehen, das Ding, ey. Was denn? Nein, ich sag's jetzt nicht nochmal. Was, dieses zwei Frauen und Two Girls, One Cup. Ja, wo die in... Alter, alle berühmten Promis haben da irgendwie schon ihren Senf drunter geschrieben, ey, so übel. Die haben darüber philosophiert, ey, das ist übel, wenn du dir mal da die Comments und so ein Scheiß, alle Beiträge ansiehst, das ist... So, alle ich denk mal, hey. Ihr jetzt alle ins Bett. Hey, wie lange waren wir schon nicht mehr in den Betten? Ole, ich hab noch kein Bett, ich komm zu dir. Ja, okay. Du kannst dir das aus vom Dachboden holen und bei dir einbauen. Entschuldigung. Klappe! Ja, ich hab Doppelbett, kannst auch bei mir schlafen. Nein! Alter Pole, Alter, du. Ich hab ein viel schöneres Zimmer als du. Du bist voll der Playboy. Ich bin heute bei Pole. Ja, jeden Tag einen anderen Hasen, ich kenn dich schon. Ja, was? Nein, ich hab kein Bett in meinem Zimmer, Mann.
Was soll ich sonst spinnen? Ich hab kein Bett in meinem Zimmer. Ja toll, das ist die perfekte Anmache, ey. Mein Zimmer ist sowieso viel schöner als dein. Alter, ich kann euch voll bespannen, ey. Das ist, ja. What, wie? Ja, guck mal, wenn ich hier in meinem Bett liege, da kann ich so voll rüberspannen. Stimmt. Das ist voll geschickt gebaut, das muss ich zugeben. Ja, gell? Da kommt dann noch einer. Wenn ihr dann so ein wenn ihr dann so von mir so einen länglichen Schatten an der Wand zieht, ja, so ein längliches, hohes Ding, dann... So 3 Millimeter. Oh Gott, ich hab dir so Scheiße gebaut. Hi Simone, was machst also, denn du da drüben? Also Simone, du kannst sogar zu mir runter gucken, schau mal. Stimmt, oh geil, ich kann sie von hier oben bespannen. Oh, cool. Jetzt soll ich kein Vero bespannen. Ich baue da mein Bett ganz sicher nicht hin, Alter. Ach oh Mann, oh. Ja guck mal, ich liege hier so in meinem Bett, da kann ich dann voll rübergeiern. Was macht ihr da? Alter! Los, leg dich ins Bett. Alter Flubbi, verpiss dich. Guck mal, nee, leg dich mal ins andere Bett, leg dich mal außen in das Bett, bitte. Ey! Warte. Guck mal, Mongo. Raus. Der Maxen, guck mal, so ja am besten, aber. Ja, bestimmt. Solltest du vielleicht die Eisenrüstung ausziehen. Und es ist vielleicht auch geiler, wenn die... Ja, wenn die Frau auf ihm drauf hockt. Ja. Vor allem, weil Simone ja unten Haut zeigt und du nur eine fette Eisenrüstung. So stahlhart bist du auch nicht. Und Flubbi, verpiss dich aus meinem Bett, Alter. Du lässt dich jetzt Scheißvieh verpiss dich. Kleiner Spaste, raus. Jetzt geh raus, Alter. Leute, wir wollen was sehen hier drüben. Wie soll ich denn raus? Oh ja, dich ist geil. So. Nein, Flubbi, geh weg! Oh nein! Hi, Simone. Hey, sehen die mich? Ich glaub schon. Das ist ja frech. Okay, Flubbi, los. Ah, ich liebe. Komm, ich steck dir mein Diamantschwert ganz tief rein. Also, Flubbi, geh in Max Bett oder in dein Bett oder keine Ahnung. Na, kannst dich zu mir legen, bei mir ist schön warm. Flubbi hat vorgewärmt. Komm weg. Oh, hallo? Ich leg dich bitte in mein Bett oder was? Ey, das ist. Flubbi, raus. Ah. Okay. Alter. Nein! Oh nein, Flubbi, nein. Flubbi, raus! Alter, Flubbi, du bist wie mein Kater, wa? Muss überall rumlungern. Das, Alter. Nein. Gib mir bitte mein Bett, sonst dann musst du nicht sterben, okay? Was? Bett klaut ruhig sind. Okay. Wir können alle schlafen gehen, wenn ich das Bett in den Flur stellen darf. Du kannst stell auch mein Zimmer stellen, ich hab da eh kein Bett drin. Mann, Flubbi, komm her. Komm zu mir, Flubbi. Warte. Ja. Siehst du, einer nimmt einen Obdachlosen auf. Ja, okay. Dann schläfst du jetzt bei dem Polen. Jetzt verpiss dich! Der hat seine Betten eh bei Edeka. Hey, guck mal, wie das ausschaut, wie so ein Po-Tanz oder so. Alter, ich weiß was, warte. Oh ja, dich ist geil, Simone, bleib genauso stehen. Oh ja, dich, oh nein, nicht weggehen. Bück dich. So, ab ins Bett. Hey, Simone. Was? Komm mal rüber. Nein, ich bin bei Polen jetzt. Wo ist Flubbi, Alter? Lol, wo ist Flubbi? Flubbi ist raus. Ja, der schläft am Fußende. Der ist und los, los. Das ist egal. Mach mal zu dritt, das ist auch okay. Okay, also komm, schlafen jetzt. Morgen Max steckt dich ins Bett. Ja, aber nicht allein schlafen. Alter, Flubbi, jetzt leg dich wieder ins Bett. Nein, Flubbi. Wir sollten ihn eigentlich... Flubbi, guck, Flubbi, du kannst dich von mir aus ja an die Stange hängen, okay? Oh mein Gott, ey. Da können wir schön viel Spaß haben. Oh, warte, oh mein Gott. Ja, das ist geil. Oh ja, das ist geil. Max, guck mal. Warte, ich muss mich noch ausziehen. Vergiss mal ja leicht, ne? Alter! So, jetzt. Oh, ja, du sollst dich nicht in mich reinstellen, Flubbi. Alter, ich sehe nur Pixel, oder? Ich kann ranzoomen. Alter, ich kann ranzoomen. Alter, im Ernst, ich muss Optifine installieren. Oh. So, und Alter, mein Schwert ist so dermaßen was von hart. Ey. Okay, ich bin fertig. Okay. Mongo Max left und joined the game. Alter, ich blubber. Alter, Hi, Pole. Hi.
Alter, verschwende! Schlafen. Boah, du bist. Boah, wie eine geile Aussicht, Alter, boah. Oh. Da, da will ich liegen. Oh, da wird mir ganz feucht, geh nicht mal pennen, ihr Waschweiber. Alter, du Frauenschläger. Verschwende! Also, wir sollten jetzt langsam wirklich mal ein bisschen erwachsen werden. Ach, Quatsch. Ups. Bitte erwachsen werden. Ich wollte was bauen. Was oh, schönes. Legt euch jetzt einfach pennen, Mann. Ich muss ins Bad gehen. Was jetzt dann? Ja, okay. Also, ich will ein Monument errichten. Mhm. Jetzt, Hightower. Ey, ist euch du schon bist, aufgefallen, der ist voll langweilig. Wenn man sich in Deckung hat, kann man keine Kisten öffnen. Boah, Max, jetzt leck dich doch... Also, ich will was bauen. Ja, okay. Hör mal, ich mach dich bei Black Ops fertig, hör mal. Du, ja, wir haben noch nicht miteinander... Alter. Doch, haben wir, na klar. Echt? Ich hab dich schon mal mit dem Tomahawk erwischt. Ach, du bist dieser Undercover-Mitspieler, Flubi, du schläfst draußen vor der Tür. Du hast mich doch mal gefragt, ob ich da bei PS3 bei Black Ops 2 irgendwas mitmachen will, aber du hast doch gar keine PS3. Wer, ich? Nein, Pole. Ich hab da eine PS3, na klar. Hä, echt jetzt? Auf PC und auf PS3 hast du Black Ops 2 oder was? Nein, ich hab nur auf PC Black Ops. So, ab ins Bett jetzt, los. Hast du dann auch irgendwie 3? Nein. Oh, Fluppy, ich hab dich schon, wo ihr die Sniper-Runde auf dem Schiff gemacht habt, wo der Whiteman drin war. Das war ja nämlich ich. Ja, ich achte doch nicht darauf, wen ich da töte, aber alles. Und du hast mich versucht zu scopen. War das die Runde, wo ich zweimal Lodestar hatte? Ja. Hammergeil. Ey, lass mich mal ausreden. Du hast, wo wir auf dem Schiff waren, du mit dem Sniper wolltest mich snipen und bist dann in diesen Schacht runtergegangen. Und da bin ich hinterher mit dem Tomahawk in der Hand und da hab ich dich voll erwischt. Ach, du warst der Wichser. Ja. Ach so, kleiner Spasti. Ja, aber ich hatte zweimal los da und mein Kumpel auch, da haben wir euch geraped. Das war geil. Ey, ich war Fünfter, war ich glaube, von der ganzen Runde. Da ist irgendeiner so übelst ausgerastet, weil ich dabei war. So, ah, verpiss dich, boah. Ja. Da musst du irgendwie anfangen zu lachen. Aber ich bin am überlegen, ob ich dich auch in unseren Clan holen soll. Aber ja. Ich weiß nicht. Ob du zum Bro werden willst. Klar, Mann. Bro-Code Nummer 1. Ja, Bro-Codex, ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Alter, Flubi hat meine Blume geklaut. Hab ich? Außerdem wollten wir schon vorhin eine Runde Zombie zusammenzocken. Nein. Ja, keine Ahnung. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, irgendwie. Warum? Hast du das gefragt vor 3 Tagen oder so? Ja. Abend. Ja, am Abend, Alter, das war schon am nächsten Morgen, war das. Oder am Morgen, ja. Hat einer von euch vielleicht mal eine rote Blume? Mit Kumpel zocken. Und die sind dann aber doch irgendwie alle weggegangen und... Ja, das ist ein bisschen doof. Ey, hat einer eine rote Blume? Ich brauche eine rote Blume. Wozu? Weil einer aus meinem Zimmer verschwunden ist. Ich habe an meinem Bett so zwei... Alter, wer macht denn hier den Weg? Flubi? Warum machst du einen Holzweg? Weil ich cool bin. Alter, keiner will zu deinem schwulen Baumhaus, mach den weg. Alter, ich würde so lachen, wenn der den jetzt, weißt du, langsam wieder rausreißt. So voll traurig. Leck mich. So voll mit dem Kopf hängen und so. Da muss dann so eine traurige Musik kommen, wie bei Heavy Rain vielleicht so. Mhm. Boah. Mhm. Das spielt voll die geile Musik. Ja. Irgendein Spiel hatte noch voll geile Musik, aber ich weiß nicht welches. Slender hat voll die geile Musik. Bestimmt. Ja, vor allem wenn ich das Slenderman dann erwischt. Ja, bzzzt. Bzzzt, bumm, tot. Richtig, bumm, tot. Passiert bei dir immer nach 2 Minuten. Far Cry, Mann. Bei mir? Nein, Alter, letzte Folge war 15 Minuten lang, ja. Far Cry kenne ich die Musik leider nicht. Kann ich dir schicken, den Link. Okay. Also die Elder Scrolls hat immer voll geile Musik. Die hab ich schon mal geschickt, da hat glaube unser Herr Flubbel gesagt, voll die Kiffermusik. Ach, das kann sogar sein, ja. Ja. Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ich bin schon wieder voll planlos unterwegs. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme ab hier, war schön, dass ihr alle dabei wart. Oh, Rosa, oh. Was laberst du? Warte mal, darf ich da... Nein, darfst du nicht. Scheiße. Wie macht man das nochmal? Warte mal, das geht ja jetzt, ne? Warte. Ja, hammergeil. Man kann ja jetzt Sachen auf Workbenches und Öfen stellen. Echt jetzt? Mhm.
Man muss ja cool. Den Skick dahinter kennen. Wie das funktioniert. Ah ja, es geht ja. Nee, doch nicht, hä? Tere. Alter. Wie gesagt, man muss den Trick dahinter kennen. Ich hab immer... Mann. Ich also hab jetzt gerade mal den Weg fertig, beziehungsweise den Teil vom Weg. Und mein Holz ist schon wieder leer. Warum machst denn du das? Oh, damit schön aussieht, Schulz. Dankeschön. Und ja, aber ein Holzweg, komm, lass doch Kies. Wir machen hier alles mit Kies und du kommst damit irgendeinem so Tropenholzweg. Buschweg. Ja, mit Trinken ist wie Tarzan ihn bauen würde. Ich meine, das sieht nicht schlecht aus. Ja, ich weiß. Du siehst an deinem Lendenschutz. Ich weiß. Oh ja, das ist geil. Alter, hörst du mal auf. Was hast denn du mit deinem Biss? Das ist geil, also. Ja, das ist geil, weißt du? Oh, das ist ja, okay. Also, der frisst gerade einen Schnitzel und sagt, oh, das ist geil. Hallo, ich esse Brot. Also, so ein Brot. Oh Gott, da muss ich wieder an, wie heißt das? Drawn Together. Kennt ihr das? wo der in die Zeit, in der Zeit zurückgereist ist, halt der weiß sein Vergangenheits-Ich und dann, irgendwas sonst, ja, dann bringt er den dazu, ein Sandwich zu vögeln. Ja. Und der auch so, boah, ist das geil. Entschuldigung. Oder wo er in der Sekte aufgenommen werden will, was aber die Nachbarn sind, wo er das Mädchen klaut. Ach ja, Max? Wo ist es? Ja, Entschuldigung, Simon. Max, komm mal ganz schnell. Nee, passt schon, ist egal. Boah, bei dieser Griechenfamilie da auf das Ciabatta oder was ist da drauf wienert. Und dann wirst du weit. Simone, weißt du, das sind die Mädchen die ganze Zeit, während wir irgendwie was reden, ganze Zeit rumschreien, Max, komm, und dann am Ende, ach egal. Ja, nee, doch, komm mal, hast du Töpfe? Meine Frage, soll ich diese Kleine anfangs für dich mal wegreißen, oder? Ach. Ja. Ja, nee. Wollen wir die stehen lassen, Junge? Ja, wie geht das? Wie macht der Mongo das nur? Zwei. Hallo. Zwei. Was? Zwei. 28,5 Banane. Ach so. Ja, der Polo hat mich voll verwirrt, ey. Ich war gerade voll... Ja, zwei bitte. Also nochmal einen. Also einen. Danke. Und hast du... Kann man da ein Steak einpflanzen? Nee. Hast du rote Pimmel? Das wäre voll geil, also ein Steak im Topf. Ups. Steak? Nee, Polo, ich würde glaube ich stehen lassen. Ja. Max, ich habe gefragt, ob ich die Anfangshütte wegreißen soll oder ob die stehen bleiben soll. Ach, die lassen wir erstmal stehen, die können wir später nur noch wegreißen. Wie still es jetzt auf einmal wieder ist. Pole macht sie jetzt aber weg. Boah, Pole, ey, du willst es doch. Geht doch schnell. Der macht es doch bloß, dass der die Sachen kriegt. Auch. Alter, wenn du es schnell machen willst, weil ich zeig dir mal, wie man das schnell macht. Nein, geh weg. Ich zeig dir mal, wie man das schnell macht. Ja, okay, ich hoffe. Wo haben wir das denn? Das war doch hier irgendwo. Oh, mit dem scheiß TNT, Alter, verschwinde. Was? Ich mach doch gar nichts. Was denkst denn du von mir? Dass du TNT hey, wie kriegt man... Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, wie kriegt man diese Köpfe zum Beispiel von Creeper oder Skelett oder... Im Singleplayer, also im Survival gar nicht. Kannst du nur im Creative holen. Geht das jetzt im Multiplayer hier nicht, oder was? Die kannst du nur im Creative holen. Ja, toll. Was ist das für ein Scheiß? Ja, es ist halt so. Floppy! Nein. Bitte cheat mir an, bitte. Nein, wir cheaten nicht, Simone. Sonst macht Floppy hier noch den, wie heißt der? Der Endgegner, der andere. Ich will einen für mein Zimmer. Enderdrachen? Nee, der Endgegner, der andere. Ecto, nee, das war ein anderer. Ich weiß, was du meinst. Oh, wie hieß der denn? Der Behinderten. Ey, hallo, nicht runtergehen. Solange der den, ja, wenn, dann macht er den dann und der zerbombt uns dann die ganze Welt. Das sehe ich jetzt schon kommen. Also, ich gehe jetzt, ne? Ach, du gehst, wohin gehst denn du eigentlich? Ja, ich muss gehen, ein Modus. Ja, aber wohin? Warte mal. Simone, es ist Samstag, geh ins Bett! Oh Gott, Achtung, incoming! Nee, Feuer in Raul! Es ist Samstag, wir haben Ferien, geh ins Bett! Nö, ich spiele jetzt ein bisschen PS3, wenn die jetzt will, dass ich rausgehe. Was zockst denn du? Oh. War ein bisschen viel, ne? Nö, ich hab ja noch. Also, tschüss, ade. Was zockst denn du? Was? Was du zockst? Ja, bei was denn?
Ja, PS2. Also PS3. Ja, White Knight. Alter, bist du verrückt? Bist du verrückt? Boom. Boah, Lack. Oh mein Gott. Habe ich das freigesprengt? Nee, nee, das war der Keller. Das war unser Keller. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Max, mal so eine Frage. Was ist deine Lieblingswaffe bei Black Ops 2? Halt die Fresse, nur weil du es nicht kannst, du Mobbing. Das war bei uns immer so eine Beleidigung, hey du Mobbing. Mobbing, was ist das für eine Beleidigung? Keine Ahnung, habe ich mich auch mal gefragt, aber die haben immer gesagt, hey du Mobbing. Max, sag mal, was ist denn deine Lieblingswaffe? Ich bin durchgefallen. Herr Lehrer, ich bin durchgefallen. Du Lappen. Alter. Nee, sag mal, mit welcher kommst du denn am besten klar? Ja, keine Ahnung, also am meisten Kills habe ich mit der Type. Aber die habe ich auch am Anfang gespielt, die habe ich auch inzwischen schon auf Gold. Also aber, Type ist geil, also die finde ich auch richtig nice. Ja, aber Lieblingswaffe, ich meine, also geil ist auf jeden Fall die MSMC. Hm? Die ist auf jeden Fall geil. Der spielt auch sehr gern. Also ich habe ja, ich bin im Moment mit der Type mit, ich kann ja mal meine Aufsätze sagen. Zielsucher. Oh Gott, jetzt geht's schon los, Alter. Ich kann die Leute nicht leiden, die mit Zielsucher spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn so behinderte Leute denken, die müssen mit Vollmantel spielen, spiele ich mit Zielsucher. Also da nehme ich mir dann auch nichts. Ja, ich spiele nur Vollmantel, wenn ich einen Schalldämpfer drauf habe. Ja, es gibt aber Leute, die spielen ohne Schalldämpfer mit Vollmantel. So, ja, okay, das habe ich bei der Vector inzwischen auch gemacht, die letzten Male, weil die einfach nicht draufgegangen sind, die Wichser. Da habe ich mich so angeguckt. Und da habe ich mir gedacht, so, Zielsucher, Schnauze voll. Und damit komme ich jetzt auch mittlerweile eigentlich... Ja, okay, ich hab die erste Waffe, die ich auf Gold habe, war die Remington Shotgun. Weil die mich alle so angekotzt haben, die Shotgun-Mongos, ey. Ja. Weil ich mir dann dachte, so fickt euch und dann, ja. Alter, ich habe keine Erde, dass ich dir irgendwie helfen kann. Ich habe 8 Erde, hammergeil. Und was ich richtig scheiße finde, ich bin ohne Flachs noch nie über die Hunter-Killer gekommen. Mit Killstreaks. Doch. Ohne was? Ohne? Ich bin schon dreimal bis zum Blitzschlag gekommen. Ist egal, wie. Mit allen Regeln erlaubt, ich bin noch nie über einen Blitzschlag gekommen. Echt nicht? Von Killstreaks? Nein! Also das Höchste, was ich bisher erreicht habe, war erst letztlich im Sprengkommando, glaube ich, habe ich die V-Tor geschafft. Aber das war irgendwie Bullshit, weil die gleich runtergegeiert haben und keiner sich gezeigt hat. Das war irgendwie scheiße. Aber ich finde das manchmal so übelst ungerecht, wie die da rumgeiern und sich dann auf den Boden legen, da wo sie auch gezeugt wurden meistens. Und boah, ich finde das zum Brechen. Dann okay. Meine Katze klopft ans Fenster meiner Mutter. Ach so, ja, geil. Zack, das Internet ist wieder weg. Yay! Tja, Leute, ihr seht hier wirklich live, wie mein Leben so aussieht, ja? Also, unfassbar geil. Und, ja. Ich würde einfach mal sagen, da ich jetzt eh schon viel, ja, ich habe jetzt knapp 2 Stunden aufgenommen, ich würde mal sagen, ich mache jetzt einfach meinen Cut, die anderen wissen das jetzt nicht, weil die eben nicht in Skype sind. Ich mache jetzt einfach meinen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part von LPT Minecraft und dann sind dann wahrscheinlich hoffentlich wieder alle 5 dabei, und zwar von Anfang bis Ende. Wäre mega geil. Ansonsten hatten wir jetzt viel Spaß hier. Simone, Flubby und ich und am Ende der Pole noch. Na, also geht doch. John. Ja, gell? Ja, schön. Hm. Was los? Wer ist denn rausgegangen? Na, du. Ach so. Wieso? Rede ich dann jetzt wieder mit dir? Keine Ahnung. Wem bist du weg gewesen? Ich bin verwirrt. Oh. Ach so, hat mich jetzt Skype einfach wieder reingezogen, oder was? Alter, das Programm kotzt mich an, ey. Da weißt du nie, was abgeht. Hm. Ich war gerade dabei, die Folge zu beenden. Ach so? Die Aufnahme, ja. Hast du noch Warum? Was zu sagen? Ja, keine Ahnung, weil ich noch andere Dinge zu tun habe, weil wir jetzt 2 Stunden aufnehmen, weil ich irgendwie voll brainfucked bin, weil wir die ganze Zeit so einen Scheiß gelabert haben, wo du noch nicht da warst. Lass uns doch einfach eine Runde Black Ops spielen. Das wäre was, ja. Dann lade ich die nämlich in unser Clan-Battle mit ein, wenn die gerade on sind. Okay. Dann ziehe ich die mit in TS rein, wenn die on sind. Wie gesagt, die sind immer on. Ich werde doch voll weggewickt, ey. Oh. Mm.
Was hast du für eine KD? Alter, das ist der Abspann, Mann. Die sehen nur meinen Startbildschirm. Weißt du, wir gehen jetzt hier über. Ach, egal. Alter, frag mich nicht. Ich sag's dir dann gleich. So, Leute, Wiedersehen. Ich sag's. Also. Das ist noch eine schöne gepflegte Runde. Let's COD Black Ops 2 zocken. Ne? Jo. Der Joey sagt auch Tschüss. Tschüss, Joey. Was? Hallo. Wiedersehen. Tschüss. Jo. Wiederschauen, reingehauen. Lieber Blub und. Tschö. Tschö.